Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte von Thüringen. Wir werden jetzt Feld 60 düngen. Dazu fahren wir einmal hin. Ganz kurz. Hier schöner Absatz, Gas und dann wollt ihr das fahren. So. Jetzt Hunde müde sein und nicht schlafen können. Das ist auch interessant. So, jetzt fahren wir rüber. Schauen wir mal, wie es aussieht. Aufstehen. Ah, Samstag, aber da werden sie alle noch pennen. Obwohl, früher haben sie im Dorf alle ihre Tiere noch gehabt, dann müssen sie aufstehen. So, jetzt sind wir da. Da ist schon gewachsen. Da muss ich beeilen. So, Dünger. Mal gucken, ob wir immer den löschen mit Kurs. Was haben wir da? Überführung Feld 60 haben wir. Kalken, Grün, Dünn, Feld 60. Das haben wir auch. Ergänzen wir noch Überführung. Ernte, Dünn. Noch Grün nicht. Überführung Feld 60 Hof. Das Gute ist hier, der ist ziemlich schnell. So, kurz mal die Kehle anfeuchten, ne? Mit trockener Stimme hier. Prost. Schnell gewachsen. Kann passieren, dass wir bald wieder ernten können. Heißt, jetzt wollen wir mal beigehen und mal schauen, dass wir was gefräst kriegen. Wenn wir gleich schauen, mal BGH. Wenn wir da schon mal nach vorne sind. 42.000, er braucht noch was. Ich glaube bis 20 Uhr. Wenn der Bus immer diese 8.000 verbraucht, dann haben wir keinen Stress. Müssen wir nur beobachten, was wir damit verdienen. So, unsere Fräse. Wir wollen auch die Stümpfe ein bisschen reduzieren, ne? So. Das wäre Folge Nummer 6 heute. Meine Rechnung ist dann, meist verrechne ich mir dabei. Beginnt Samstag, dann ist es Donnerstag. Normalerweise. Ich kann eben auch noch nehmen, ne? Und weg bist du. Das war ein harter Stoß. Airbag ausgelöst.
Ja, ne? Zeitdrücken müssen wir auch tun. Also hat der den damit nicht, aber einfach lassen. Dass er gleichzeitig mit Play ein Countdown läuft. Ja, mal sehen. Sowas finden, so stolpern drauf. Und auch nicht gesehen, sowas. Also es wächst sehr schnell hier. Also wenn ich jetzt beobachte, der Raps ist schon in der zweiten Stufe. Oh, macht aber nichts. Das ist Wachstumsstufe normal unter den Mod, wo man das erkennen kann, wie das lange noch wächst. Kann man das zeigen. So, Raps 50%, Unkraut 0, das ist ganz gut so. Und das kann man erkennen. Weizen wächst noch 4 Stunden und Raps. Unkraut wieder in 10, aber nicht auf dem Feld. Und Raps 4 Stunden und. Also 4 Stunden, 4,5 ungefähr. Das heißt, jetzt haben wir 8 gegen Mittag und 12 ist gewachsen. So, das war Weizen und dann. Wir haben drüben jetzt Hafer in O in 0,2, also sogar noch Gas gehen, der Fuzzi. Den Dünger noch schafft. Hätte ich erstmal düngen müssen. Eine Runde hat er geschafft. Naja, immerhin. Eben kam eine Zahl mehr. Also weniger. Das sind die Lohnkosten für den Kursleihfahrer. Gross.
bin ja gespannt, was BGH so im gesamten Montag. Die war ja im Prinzip fast voll. Und was wir da so verdienen können insgesamt. Ende Juli wird ja etliche Mods rauskommen, die sich für einen Mod-Contest beworben haben. Da können sie ein bisschen Kohle verdienen, gewinnen. Geht da um recht schöne kleine Summen. Da könnte so eine oder andere noch kommen. Zum Beispiel Wettermod mit Jahreszeiten, mit Winter und Schnee. Könnte. Ist ja gemunkelt, sagen wir so. Ich hätte mal nehmen mit Ballenpressen. Ich habe ja hier so einen Mod. Da kann man die Ballengröße verändern, die Kubikmeter. Und dann knallen wir uns mal einen schönen Hänger voll. Mal sehen, was das bringt. Bei Maximum 20.000. Statt 4.000. So, dann mal mitnehmen den Rest. Kommen wir nicht ran, das ist so hoch. Und unten fahren. Ah, da einer versteckt. Dann wird er mit Dünger gerade so fertig werden. So, zu sehen haben wir das alles verarbeitet. Die Ecke lasse ich noch. Wir gucken mal, ob ich jetzt pflanzen kann. Setzlinge. So. Nö. Der will nicht. Muss ich mal schauen, ob ich den Mod finde für. Okay. Schauen wir noch ein Dünger, Streuer. Ich werde die zweite Runde jetzt. Gut. Das heißt, hier werden wir schon mal vorbereiten. Die Aussaat. Die wurden nacharbeiten können, ne? Die freien Stellen sind auch nicht schön. Aber das kann nicht mehr lang dauern, das ist schon ziemlich weit. So, so, gucken wir Zeit. Wir werden schon mal den Mitrascher klar machen. Das Tieflader-LKW. Da ist der Mitrascher. Ich werde mal so einen Punkt hinsetzen, wo wir reparieren können. Ich frage mich jetzt, wo es am besten wäre. Diverses Tankstelle und Werkstatt wäre nicht schlecht. Das wäre nur Tankstelle.
Das wäre auch eine. Auch eine. Heizomat für eine Heizung. Das wäre nur Werkstatt. Und das wäre gerade mit Tankstelle. Passt das hier rein? So, Dachfarbe hier, ja, und das. Was dahin passt. Das ist so super saut, die Ecke. Bin mir nicht ganz sicher, wo wir am besten immer da. Wo wir da ranfahren. Tür nach vorne. Da ist die Tankstelle. Risiko. Weil im Grunde können wir bei 5000 nichts verkehrt machen. Denn die müssen ja zumindest irgendwann voll tanken. Und das ist jetzt zwar nicht unbedingt notwendig, und ist auch nicht unbedingt notwendig zu reparieren, aber tanken geht schon mal. Ja, wo kann man hier? Wo ist der Punkt? Sollen wir hier reinfahren müssen? Das ist doof. Ach hier meine Liegestühle. Ah, hier geht nichts eher. So kein Symbol, wo man jetzt. Also reinfahren wäre äußerst ungünstig. Nix. Vielleicht auch nur wegen der Tür. Dann müssen wir mal ganz kurz noch ein Ding bauen. Und zwar Garage mit Werkstatt. Achso, ja. Okay. Man soll lesen, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Vergewissheit. Mal gucken, wie am besten passt. Gut, bin mittendrin. Für mich ganz praktisch, wenn es auf der Fahrt liegt. Ob sie für eine Equipe Terrain nicht, das ist blöd. Das passt. Naja, einzig was blöd ist, ist hier, dass in Luft hängt, ne? Oh, da tut ja nichts an. So, die Zeit ist um, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Folge le leider wieder zu Ende. Würde mich freuen über ein Like. Ich sage mal Danke. Ganz genauso gerne über ein Abo. Danke auch dafür.
Und sonst würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Dann sei mir Tschüss und Winke, Winke. Bis dann. Ciao, ciao.